Willkommen zurück zu einer weiteren monstervernichtenden Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder am Stissel bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Monsterschlachter, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter mit dem Spiel und mit unserem Gewinnspiel. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ja, so sieht's aus. Wir haben nicht die Ausrüstung. Wann haben wir denn endlich mal die Ausrüstung? So viele Dinge, die ich nicht holen kann, weil ich einfach nicht die verdammte Ausrüstung dafür besitze. So, dann machen wir hier die alte Gammelbude auf. Wissen aktualisiert. Wir können diesen Weg zurück zum Lager nehmen. Ich kann bei den Ranken helfen. Ach, das kannst du, ja. Aber brauche ich denn immer sie? Steck deine Klingen in die leuchtenden Ranken und zünde sie an. Okay. Klingt pervers, aber ich mach's. Dein Bruder schien offen für deine Rückkehr. Oh, ich bin sicher, er hätte nichts lieber, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und die Verantwortung der Führung mir zu überlassen. Oh, das klingt doch nett. Wie oft haben wir die denn jetzt dabei? Also wenn ich hier hingehe, kann ich dann sagen, ey, Freya, komm mal mit, oder... Weil, wenn ich jetzt mit dem am Schluss durch bin, komme ich dann nie wieder an die Sachen ran. Es gab ja auch andere Gebiete mit diesen Ranken. Ich dachte, ich würde die Fähigkeit bekommen. Oh, lassen wir uns mal überraschen. Oh. Hallo. Moin. Siegelpfeile, Streuung. Oh, okay. So, Lady. Wer shootet denn hier? Bam. Au. Putz. Au. Alles klar, haben wir. Achtung. Oh, Alter, woher kommt die denn jetzt? Plötzlich out of nowhere. Mit besten Grüßen an Odin. Du setzt deine Wut effektiv ein. Nun, man lernt das zu nutzen, was man hat. Ja. Absolut, ja. Okay, die Stelle mit diesem Kran, der blockiert war... Es ist nicht so, dass ich auf Freyr wütend sein will. Er ist mein Bruder. Er war für mich der wichtigste Mensch auf der Welt, mein halbes Leben lang. Oh, komm mal hier. Ups, so. Ach so, einfrieren geht nicht. Immer nur mit Feuer. Und noch eine Truhe. Zwergenstall, yay! Solche Pflanzen haben wir vorhin schon gesehen. Frost sollte ihr Gift schnell neutralisieren. Na, aber wie kriege ich beide? Ich meine, kann ich die zerstören damit? Durch das Siegel sollte sie jetzt auch ohne Axt eingefroren bleiben. Sehr gut. Du bist nützlich, Freya. Du bist nützlich. Spuckt da noch irgendwas auf uns? So, noch eine Kiste. Richtiges Lootfest, wenn man hier mit ihr durch die Gegend wandert. So, da oben ist die nächste Kiste. Achtung, das sind Irrlichter. Starke Manifestationen von Ruhm. Kannst du da irgendwas machen? Oh, die kann sie wegfetzen.
Aber ich mache ihm anscheinend keinen Schaden. Au, oh, 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 oh. Nee. Aha. Irrlicht. Ein Vorbote bevorstehender Zerstörung, wie er im Buche steht. Die Runenmagie, die durch die neuen Welten fließt, ist ein empfindliches System. In Friedenszeiten ist die Magie ruhig, wie ein vollkommen stiller See, wenn kein Wind weht. Aber schon die kleinste Störung verursacht Wellen und ich kann mir gar keine größere Störung vorstellen als das Herannahen Ragnaröks. Es sind Runenquellen aufgetaucht, die rohe Magie aus dem tiefsten Inneren einer Welt herausbrodeln lassen. Aus diesen Quellen werden Irrlichter geboren. Die reine Verkörperung der Magie angesichts von Fimbulwinter ist es kein Wunder, dass wir immer mehr von diesen kleinen Störenfrieden begegnen. Sei auf der Hut, einzelne lassen sich vielleicht schnell erledigen, aber größere Zahlen können sie selbst erfahrene Krieger überwältigen. Außerdem können sie miteinander verschmelzen und zu Geistern werden. Flüchtige Wesen, die meisten Angriffe nicht treffen. Sie müssen mit einem Runenfall bewegungsunfähig gemacht werden, bevor man sie angreifen kann. Ja, das haben wir schon gemerkt. Was ist das hier? Kann ich da... Oh, wow, da ist ja noch einer. Okay, ist erledigt. Kann ich diesen Ort jemals wieder als Zuhause betrachten? Nach allem, was passiert ist? Keine Ahnung, du kleiner Emu. Ich weiß es nicht. Wie wär's, wenn du erstmal das verheulte Make-up wegmachst? What? Moment. Sköll und Hati sind in Vanaheim? Die Riesen haben sie wohl vor Odin gerettet und hergebracht. Sieh nur. Das Licht weckt die schlafenden Wurzeln. Sie strecken sich, um die Sonne zu begrüßen. Wunderschön, oder? Kein Vergleich zu den Schneedecken Midgards, an die ich mich gewöhnen musste. Alter, das ist wirklich wunderschön. Der Zug gen Osten. Genau wie in meiner Erinnerung. Wenigstens ist nicht das ganze Reich den Jägern und Besetzern zum Opfer gefallen. Ich schätze, es gibt hier noch etwas, wofür man kämpfen kann. Das man verteidigen muss, auch wenn schon viel Schaden angerichtet wurde. Vielleicht gilt das auch für Freyr. Killerpflanze! Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Okay, die ist anscheinend nett. Du darfst leben, Pflanze. Oder vielleicht ist sie ja doch böse. Ah. Du kannst nichts ausrichten, ohne die Mutter zu töten. Ein großes, knolliges Ding. Nicht zu übersehen. Ja. Kreismarm ist auch schon wieder im Spiel. Echt? Ein großes, fettes, knolliges Ding? Was die Frau immer in jedem Videospiel zu suchen hat, ist Wahnsinn, ne? Die muss ja eine Gage haben. Was ist das? Das weiß ich nicht. Aber es ist definitiv von Riesen gemacht. Hier sind zwei Wölfe zu sehen. Vielleicht eine Verbindung zu unseren Freunden am Himmel. Dieses Geheimnis muss noch warten. So viele Geheimnisse, die hier noch sind, ne? Und die warten müssen. So viele Geheimnisse. Also müssen wir eigentlich überall nochmal hin. Meine Siegel können ihre Schilde durchbrechen. Aber mit was hau ich dann? Okay, kein Schild. Sie sind jetzt schutzlos. Gut. Aha. Eine neue Fähigkeit. Alright, ist tot. Achtung, wie fest hier hinten. Unangenehm. Klar trifft er mich noch mit seinem... Das ist so ätzend, dass sie mich immer mit ihrem letzten Millimeter Lebensenergie treffen. Ja.
Ist das so ein Ding, wo ich die Mutter Knolle töten muss? Gegner von links! Bin dran! Oh, es kommen noch vier! Achtung! Hier hinten! Kann ich hier runter? Nee. So, die sind erledigt. Thank you. Erledigt. Und Schuss. Gut, wenigstens geben die ganz ordentlich Erfahrungspunkte, die Viecher. Was ist das hier für eine Pflanze? Sonst haben wir hier nichts. Ah doch, hier ist Heilung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Odins Raben. Da bräuchte ich mal einen Guide, glaube ich. Aber ich würde die schon ganz gerne einsammeln. Für die Rüstung. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du von ihm? Eine Entschuldigung wäre ein Anfang. Ich will ihm vergeben. Er hat sich hoffentlich geändert. Er ist alles, was mir bleibt. Hast du dich je bei Deimos entschuldigt? Vergebung zu suchen ist schwer, wenn man sich unwürdig fühlt. Wisst ihr, was für ein Spiel auch richtig geil war? Dantes Inferno. Das war auch so ein richtig gutes Spiel, was irgendwie verkannt war, weil alle gesagt haben, ja, God of War Klon. Wie kommen wir jetzt hinüber? Herrgott, God of War hat das Genre auch nicht erfunden. Ja, davor gab es auch ein Devil May Cry. Meine Siegelpfeile müssten das Feuer über den Fluss bis zum Gestrüpp tragen. Komm ich da ran? So, schon mal nicht. Ja, also nur um dieses Ganze, wer war zuerst da und darf es da nichts anderes geben. Klar, aber... Ich nicht ran, ne? Klar, war Dantes Inferno... Der obersten Ranke. Komm ich an die hier ran? Ist hier noch irgendwo eine Ranke, die ich übersehe? An die ich rankomme? Aber es ändert ja nichts daran, dass Dantes Inferno auch ein großartiges Spiel war. Platzieren Sie Siegel auf Flussobjekten und Dornenranken. Auf Flussobjekten. Heißt es, ich kann... Das auch da platzieren? Nee, da versinkt's. Ach, da einfach hin, oder was? Da kann er dann hin. Oder sogar hier hin. Ich hab wieder viel zu kompliziert gedacht. Ah, du kannst so eine Kette Vergebung machen. Kann mächtig sein. Selbst für die Unwürdigen. Meine Frau Faye hat mich das gelehrt. Sei froh, dass du eine Ehepartnerin hast, an die du dich gerne erinnerst. Und ja, Dantes Inferno, großartig. Ganz, ganz großes Game damals für mich gewesen. Und das war so eine Zeit, wo EA auch wieder mal so ein paar coole Singleplayer-IPs auf den Markt geworfen hat. Und dazu immer diese geilen Animationsfilme gemacht haben. Es gibt ja zwei Dead Space-Animationsfilme, wo der erste sehr gut ist. Der zweite ist so ein bisschen Geschmackssache. Er hat ein paar coole Informationen, wenn man Dead Space-Fan ist. Aber ich mochte diesen Stil nicht. Da hat man so einen Stil genommen, dass man gesagt hat, okay, wir bringen ganz viele Animationsgäste. Dadurch sieht alles ein bisschen anders aus. Und das war einfach nicht meins, ja. Das erzeugt weitere. Eins habe ich schon mal. Aber da sind so viele. Gegner, linke Seite. Ey, ey, Alter, der Fettsack, ich kann nichts machen. Ich kann nicht dodgen, ich kann gar nichts. Rechts von dir. Oh, er ist ja unbesiegbar. Es weicht jedem Angriff aus. Was zur Hölle ging denn mit dem? Heike.
Boah, der Dick hat mich aber eben gerade ganz schön gewickelt. Na, ich wollte eigentlich eher hier unten das noch einsammeln. Ja, also bei Dantes Inferno gab es auch einen Animationsfilm. Großartig gewesen. Fand den super. Es war eine coole Zeit damals auf der Xbox 360. Klar, gab es auch für die PS3, aber... Würde ich sehr gerne Let's Playen, aber allein der Alles, was extrem... mein Partner mich jemals gelehrt hat, ist, dass eine Seele endlos tief in der Dunkelheit versinken kann. Lockte mich in die Ehe, um mein Heim zu schützen, und nahm es ich dann doch. Zerstreute mein Volk in alle Winde. Vielleicht ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen. Vielleicht ist es Zeit, Groas Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Ich wünsche mir keinen Krieg, Freya. Kriege sind furchtbar, Kratos. Aber manche Dinge sind sogar noch schlimmer. Weißt du, wenn Atreus zu Ragnarök eilt, wirst du ihn nicht aufhalten können. Oh doch. Und wenn du scheiterst? Ich habe ihn gelehrt, ohne mich zu überleben. Wenn er muss. Ja, ich wollte nochmal kurz zu Dantes Inferno sagen, ich würde das super gerne Let's Playen und das sieht auch heute noch ganz anständig aus, nur das Problem ist, allein der epische Fight gegen Kleopatra, wo Killerbabys aus ihren offenen Nippelmündern kommen, ey, da wird YouTube mir so hinten und vorne die Strikes und die Sperrungen reinschieben. Pass auf die Pflanzen auf. Mich mögen sie, aber Fremde eher nicht. Ich verstehe. Weil das ist halt nochmal deutlich mehr Nude als... God of War. Au! 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 Ja, aber da komme ich, glaube ich, nicht ran, oder? Moment, wir können ja hier so eine Kette machen. Ah, das funktioniert da nicht. Komme ich da jetzt wieder ran? Gott, nervst du mich, du kleines Drecksvieh da oben. Nee, ich komme da nicht ran. Ach, Mann, Vieh. Ah, jetzt geht's. So, und was hast du gebracht, außer dass du tot bist? Vernichtet. Nothing. Oh. Oh, hab ich ja nicht eben gerade was von Odin gehört? Ein weiterer für den Baum. Läuft. War ja nicht auch noch irgendwo einer? Sorry, ich muss eben gerade mal einen ganz kurzen Schluck trinken, weil ich nehme sehr viel auf, wie man schwer merkt. Was hast du jetzt vor, wenn du keinen Krieg planst? Ich weiß es nicht. Aber bei Atreus gehe ich kein Risiko ein. Du solltest schnell überlegen, wenn du nicht willst, dass jemand für dich entscheidet. Da hat sie wahrscheinlich recht. Denn der Junge, der hat schon seine Geheimnisse, seine Lügen. Und ich verliere die Kontrolle. Er entgleitet bereit. Mir. So bereit es nur geht. Na? Du bist es wirklich. Du bist endlich wieder bei uns. Ja. Feiern wir. Du holst dir den Thron. Wir fangen neu an. Du und ich gegen die Welt. Ja? Genau so wie früher. Ich werde nicht bleiben. Ich verstehe nicht. Du bist hier.
Zusammen könnten wir uns vielleicht alles zurückholen. Ich habe das Meine gerade zurückbekommen. Ich habe noch viel zu tun. Du hast gesehen, was von der Welt übrig ist, ja? Bedeuten wir dir denn wirklich so wenig? Du zweifelst an meiner Loyalität? Warnerheim ließ mich damals im Stich. Ach, führen wir wirklich immer noch diesen alten Streit? Es war meine Pflicht, so viele unserer Leute zu retten wie möglich. Meine Verantwortung. Eine, die du damals nicht ernst nahmst. Und wie es aussieht, heute auch nicht. Glaubst du, das ist ein Spiel für mich? Ja. Wir haben alles an diesen Wahnsinnigen verloren, den du Ehemann nanntest. Die Familie des Mannes zündete mich an! Wie sollte ich deiner Meinung nach bitte reagieren? Wie mein Bruder! Wie der Junge, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Und den ich immer unterstützt habe, wie egoistisch er auch war. Ich hatte erwartet, dass du zu mir kommst. Dass egal wie verletzt oder wütend, du mich nicht im Stich lässt, als ich dich so sehr brauchte. Freya, bitte. Ich dachte, du wärst tot. Ich musste ein Leben lang mit meinen letzten bösen Worten zu dir leben. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu wissen, dass dein Egoismus die wichtigste Person in deinem Leben verletzt hat. Im Stich gelassen? Oh, Freya. Ich trauerte um dich. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich irgendwie. Aber ich werde mich nicht an eine andere Welt binden, wenn ich endlich frei bin. Doch ich schicke Hilfe. Und ich komme zurück. Versprochen. Ist schon lange nicht mehr dein Zuhause, oder? Tu, was du tun musst. Na gut, das reicht jetzt. Habt ihr alle nichts Besseres zu tun, als Familienangelegenheiten anzugaffen? Na los, ihr zwei. Du nicht. Ich hab ein paar Dinge mit euch zu klären. Erstens, holt euren Ersatzkopf ab. Zweitens, ist das da Siegelmagie an deinem Bogen? Die Idee werde ich wohl klauen. Wie wär's dafür mit ein bisschen Schallzauberei als kleine Gegenleistung? Also gut. Und drittens, wenn ihr nicht hierbleiben wollt, sollte ich wohl erwähnen, dass Sindri und ich zufällig eine Absteige für arbeitslose Götter betreiben. Wenn ihr also fertig seid, euch in Midgard den Hintern abzufrieren, kommt vielleicht mal mit Barty da euren alten Kumpel Tyr besuchen. Das ist sehr freundlich, Brock. Vielleicht mache ich das. Also gut. Wir treffen uns dann beim Haus. Es sei denn, ich soll erst noch irgendwas reparieren. Ja, nee. Geh bloß nicht ohne mich. Mein Werk hier ist getan. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Auf Wiedersehen und... Tschüss.